Ja, was denn, Luna? Nein, ich habe kein Alkohol getrunken und nein, ich habe kein Energy getrunken. Ich bin komplett nüchtern. Also, Drogen und, also, von... Toter Kohl, toter Kohl, hm? Toter, toter, toter Kohl, toter Kohl, geht's gut. Toter Kohl, toter Kohl, toter Kohl, toter Kohl, toter Kohl, toter, toter, toter Kohl, toter Kohl. Ich habe einfach nur gute Laune. Ich habe einfach nur gute Laune. Ey, seit eineinhalb Jahren. Ist irgendwie seltsam, länger streame ich noch gar nicht. Eineinhalb Jahre. Ist aber schon eine Zeit. Nein. Nein. Ich habe im Januar letzten Jahres angefangen. Das ist noch kein Dreivierteljahr. Also ein Dreiviertel. Nein. 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 Etwas über eineinhalb Jahre. Aber es ist kein ein Dreiviertel. Warum? Einfach nein. Ärger im Anmarsch. Das Gartenlabor von Char ist außergewöhnlich gut gewachsen. Aber er hat ein Geheimnis. Zwerge. Die gute Ernte ist allein von den Zwergen zu verdanken. Als er eines Tages einen gewöhnlichen Gartenzwerg mit zur Arbeit brachte, wurde dieser plötzlich lebendig und begann, im Garten zu arbeiten. Kurz darauf zog eine ganze Zwergenfamilie ein. Und alle liebten es, sich um die Pflanzen zu kümmern. Es mag vorklingen, aber wenn es Char gelingt, die magischen Fähigkeiten der Zwerge beim Gärtnern zu beweisen, könnte dies die Zukunft der Botanik verändern. Was wird Char machen? Forschungsberichte Zwerge veröffentlichen, oder über Zwerge veröffentlichen, oder die Zwerge geheim halten? Was meint ihr? Und nein, Luna. Einfach nein. Einfach nein. Aus eineinhalb Jahren kann man nicht einfach ein Dreivierteljahre machen. Das geht nicht. Ja, vielleicht geht aber nein. Geht eben nicht. Das geht mathematisch nicht. Ich weiß ja nicht viel, aber das geht nicht. Es ist nun mal so, Luna. Also, wollen wir den Forschungsbericht über Zwerge veröffentlichen oder sollen wir es geheim halten? Was meint ihr? Auch Luna. Wenn es dir nur vorstellen, dann geht das. Ich habe keine Vorstellungskraft. Also, was meint ihr? Was sollen wir tun? Was? Ja, das ist keine Antwort. Warum seid ihr so kooperativ? Das Erste. Geht doch! Warum nicht gleich so? Verliert Ruf und wird gefallen. Na gut, er kann eigentlich direkt auch beim ersten. Ne? Ja. Achso, das ist eine Grundstücksrechnung, Entschuldigung. Ich bin in einem Briefkasten dran, aber ich habe es geschafft, die Post reinzuwerfen. Das ist gut. Newcomer! Also rumgeschrien. Was für ein Arbeitstag. Scheiße, wieder zu Hause. Gefeuert! Warum? Es waren die Zwerge! Char wurde getrollt. Char macht sich daran eine
Dissertation über die Nutzung der magischen Kraft von Zwergen zur Erziehung, oh Gott, einer besseren Ernte zu schreiben. Man muss die Zwerge einfach mit Früchten und Kuchen bei Laune halten, damit sie ihre Arbeit unvermindert fortsetzen. Zufrieden mit sich selbst lädt er seine These ins Internet, um sie dem Rest der Welt zugänglich zu machen. Es dauert nicht lange, bis sein Chef durch die Labortür stürmt und er sah nicht gerade begeistert aus. Zwerge, die sich um die Ernte kümmern, was soll der Quatsch? Chad dreht sich nach den Zwergen um, aber sie sind nirgendwo zu sehen. Raus, du bist gefeuert! Und so endet die knospende Karriere von Chad als Botaniker. Neue Marotte, Emotionsbombe. Char findet es schwierig, seine negativen Gefühle auf gesunde Weise zu bearbeiten. Von Gefühlen wie Wut oder Angst wird das schnell überwältigt und das Ergebnis ist immer emotionaler Zusammenbruch. Alter, was geht bei dem Kerl? Mach das, Ryan. Aber du kannst dir einen neuen Job holen. Die müssen die Hochzeit noch planen. Job suchen. Rein theoretisch könnte er halt direkt den Job wieder machen, ne? Muss halt einfach von vorne anfangen. Aber er wird jetzt mal eine ganz andere Richtung einschlagen. Er wird eine ganz, ganz andere Richtung einschlagen. Mein Sim hat ihren Freund in der Küche geheiratet. Ja, ich leg da nicht viel Wert drauf. Was? Na gut, ich meistens auch nicht. Bin ich ehrlich, ich meistens auch nicht. Komm. Tja, du bist fett. Geh trainieren. Du bist Sportler. Weißt du, ich bin halt so ultra nett zu meinen Simste. Tja, du bist einfach nur fett geworden. Tu was dagegen. Wir gehen jetzt mit Char auch mal, um ihn aufzumuntern ins Fitnessstudio. Reisen! Reisende, so wird dich auf. Weiter, das sag ich meinem Freund, der wird's auch. Schatz, du bist fett. Beginnt diese Sportlerkarriere. Ja, warum nicht immer so, ne? Gibt's da was? Ich habe mir das hier noch gar nicht angeguckt. Bibliothek. Was gibt's hier? Hochzeitsschauplatz. Oh, eine Lounge. Mietobjekt. Okay. Ich suche eigentlich nur ein. Ne? Hier ist ein Fitnessstudio. So, Cha. Jetzt tu was dafür, dass du wieder fit wirst. Du bist einfach nur fett. Also nein, fett bist du eigentlich nicht. Aber er hat ein Bäuchlein gekriegt. Du bist einfach nur fett. Tja. Zieh dir doch bitte zieh dir bitte dein Sportzeug an. Ich wollte gerade sagen, jetzt bitte an deine Grenzen gehen. Okay, er kann nur Nacktsport machen.
Okay, gut. Da kollidiert, glaube ich, irgendeine Mod. Da kollidiert eine Mod. Ich muss halt erstmal rausfinden, welche. Aber irgendwie ist es halt einfach funny. Geil. Das ist eigentlich wirklich ein reeller Stück. Komm gerne an Grenzen. Und werd nackt! Vor allem, der hat halt einfach Fitness 2, ne? Ich will schwitzen, ja. Ich mag Sport. Jetzt läufst du noch ein bisschen, machst dein Fitness auf 3. Achso. Die Katzen füttern jetzt die... die Katzen füttern jetzt die Nico. Bis gleich, bis gleich. Das FKK-Studio. Mensch, deiner ist aber kurz. Bist du mit einem Pferd verwandt? Nö, wieso? Deiner lang ist. Das stelle ich mir schmerzhaft vor. Ohne Witz, das stelle ich mir nackt echt schmerzhaft vor. Einfach so ein Zack. Hast du gar keinen Schutz für... Ne? Okay. Bitte einmal nach Hause gehen. Ja, gut. Was ist das eigentlich schon wieder für ein Stream, ey? Und was ist das schon wieder für ein Stream? So, Madame. Du musst aber erstmal deine Hausaufgaben machen. Gott, sieht die nicht einfach knuffig aus mit ihrer Schuluniform. Ich bleib jetzt mal so lange bei ihr, bis die Hausaufgaben fertig hat. Chuck kann jetzt in Elternzeit gehen. Bei Hausaufgaben... Bei Hausaufgaben helfen. Yay, Hausaufgaben sind für heute beendet. Dann Katzenklo säubern, wegwerfen und das dann wieder reinstellen. Boah, Snow kann halt einfach gar nicht mehr gehen.
Aber sie bräuchte halt echt oben. Warte mal. Ich stelle hier oben mal ein Klo und sowas rein. Ne, da musst du aber noch drüber schauen. Das sind halt wieder drin in den Hausaufgaben. Ach, das passt schon. Sollen sich die Lehrer nicht so anstellen? Na komm, eine Dusche. So, und Waschbecken stelle ich einfach erstmal ein ganz normales rein. So, dann haben sie zumindest zwei Klos. Dann kann sie oben. Und hier kannst du erstmal alles verkaufen und ich speichere mal kurz. Da wo die Katzen immer mit dabei sitzen. So, weiterentwickeln. Weiterentwickeln. Mich wundert, dass meine Pflanzen noch leben. Bisher sind halt nur zwei gestorben. Also komplett abgenippelt. Es ist ein guter Schnitt. Im Gegensatz dafür, dass uns immer alle sterben. Ich werde besser. Oh. Okay, jetzt sind vier gestorben. Ah, nee, fünf. Ja, okay. Warum verschwinden die halt einfach, wenn... Ja, gut. Düngen. Wir sind da, komm.
Musst du einfach mal drauf. Katzenklo säubern. Für Fitness? Fürs Katzenklo? Na egal. Ich hinterfrage es lieber nicht. Entbindung in keine Ahnung wann. Ja, gut. Aber läuft. Bald kommt das nächste Kind. Ach, jetzt hat sie da Geburtstag. Das passt ja. Ja, wegen der Schwangerschaft verschiebt sich das ja nach hinten. Oh, ich kann meine Hochzeit hier hinzufügen. Okay, ich sag mal, heute oder morgen kommt das Kind. Komm, fügen wir da die Hochzeit hinzu. Oh mein Gott. Das ist eine Option zum Tag. Eieiei. Okay. Trauzeugen-Sim. Ich habe halt einfach keinen. Ich glaube, wir sollten uns bis dahin noch mal mit einigen Leuten treffen. Oh je. Oh nein, Chloe ist krank. Nein! Zur Tierklinik bringen, ganz schnell. Weil so schwanger noch mit dem Tier in die Klinik. Tierklinik, Tierklinik, Tierklinik. Tierklinik, Tierklinik. Ab zu uns in, mit uns in die Klinik. WB Ryan. Mit Eis. Lass es sich schmecken. Komm, Chloe, wir melden dich an. Zur Behandlung anmelden. Dankeschön. Oh, jetzt müssen wir mit Chloe zum Arzt. Oh. Es kommt bald ein Arzt zu. Sehr schön.